Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich an diesem wunderschönen Herbsttag live aus dem Kinderzimmer meines Sohnes. Heute gebe ich dir drei Tipps, wie du am besten mit deinem Kind kommunizieren oder interagieren solltest, damit es seinen Spracherwerb unterstützt. Bestimmt machst du die eine oder andere Sache schon instinktiv, aber vielleicht gibt es ja doch noch was Neues für dich dabei. Bis gleich! Das, was dein Kind am meisten für seine Sprachentwicklung braucht, sind Mensch-Mensch-Interaktionen. Gestalte also Momente des intensiven Austausches, sei es beim Spielen eines Spiels oder beim Anschauen eines Buchs, beim Essen oder noch beim Baden. Nutze die Gelegenheiten aus, um Gespräche mit deinem Kind zu führen. Mir ist ja klar, dass ein Gespräch mit einem Einjährigen oder einem Zweijährigen schnell an seine Grenzen kommt, aber wichtig ist, dass du mit ihm interagierst und dass du voll bei ihm bist. Finde heraus, was der beste Moment für dein Kind ist. Also wann ist es am meisten bereit, sich auf ein Gespräch einzulassen? Viele Kinder, das kenne ich aus dem Umfeld, aber auch bei meinem Sohn ist es so, sind direkt nach dem Kita-Tag nicht so gesprächig. Man kann so viele Fragen stellen, wenn man möchte. Da wird man nur kurze, knappe Antworten bekommen und keinen Einblick in den Kita-Tag bekommen. Aber viele Kinder werden dann später beim Abendessen zum Beispiel oder bei uns ist es so kurz vor dem Einschlafen dann plötzlich sehr gesprächig. Also finde heraus, welcher Moment der richtige für dein Kind ist und nutze das aus. Wichtig ist, wenn du mit deinem Kind kommunizierst, stell einen Blickkontakt her, hör deinem Kind interessiert zu. Also Handy weg, Fernseher aus und los geht's. Versuche dein Kind Fragen zu stellen, auf die es nicht einfach mit Ja oder Nein antworten kann. Mag vielleicht ganz simpel klingeln, aber es ist sehr sprachfördernd. Also ein kleines Beispiel. Dein einjähriges Kind kannst du fragen, möchtest du den Apfel oder die Birne, anstatt nur, möchtest du den Apfel? Weil dann muss es nicht, kann es nicht mit Ja oder Nein antworten, sondern muss das entsprechende gewünschte Obst nennen. Natürlich kann es auch sein, dass es dann einfach darauf zeigt, ohne das Wort zu sagen. In dem Fall kannst du das nochmal betonen und sagen, den Apfel. Wenn dein Kind schon etwas größer ist, versuche es dazu zu bringen, über Gefühle, Emotionen, über Vorstellungen oder über Erlebnisse zu sprechen. Hilf ihnen dabei, stell ihm richtige Fragen und gezielte Fragen, weil viele Kinder in dem Kindergartenalter gar nicht so von sich aus viel erzählen. Die brauchen da schon Unterstützung. Also Fragen wie, wie hast du dich denn heute gefühlt oder was hat dich geärgert, was hat dich besonders glücklich gemacht, was hat dir gefallen? Solche Fragen helfen ihm dann, ins Gespräch zu kommen. Denk dran, deinem Kind den Wortschatz zu geben, den es braucht, um über bestimmte Erlebnisse zu sprechen. Stellen wir uns vor, dass du mit deinem Kind Französisch sprichst, so wie ich mit meinem Sohn. Und dein Kind erlebt aber in der Kita alles auf Deutsch, weil das eine deutschsprachige Kita ist. Also Wörter wie Morgenkreis oder Tischbruch, die kennt es vielleicht ja nicht in deiner Sprache. Also gib ihm diesen Wortschatz, damit es mehr und einfacher über Sachen sprechen kann, die es in der deutschen Sprache erlebt. Und vor allem sei geduldig. Lass dein Kind immer schön aussprechen, lass ihm Zeit, sich auszudrücken. Eine Sache, die ich persönlich ganz wichtig finde, ist Loben. Lobe dein Kind. Wenn du merkst, dass es sich gerade so richtig bemüht, einen Satz in deiner Sprache zu bauen, dann kannst du ihm ja wirklich sagen, bravo, das hast du prima gemacht, das war ganz toll. Also an der Stelle würde ich wirklich nicht sparen. Eine andere Sache ist der Umgang mit Fehlern. Dass Kinder im Sprachgebrauch Fehler machen, ist ja vollkommen normal. Die meisten machen ja noch bis ungefähr 5 werden Fehler und bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern kann das ja auch ein bisschen länger dauern. Da ist es wichtig, nicht das Kind auch darauf aufmerksam zu machen, dass es gerade einen Fehler gemacht hat, sondern einfach den Satz fehlerfrei nochmal zu wiederholen. Und ja, natürlich öfter korrigieren ist okay, aber auch nicht ständig. Genau. Mehrsprachig aufwachsende Kinder vermischen ja auch eine Zeit lang ihre Sprachen mehr oder weniger intensiv. Da heißt es für euch Eltern auf jeden Fall dranbleiben, also bleibt in eurer Sprache und baut keinen Druck auf. Das ist ganz wichtig.
In meinem Kurs, die Kunst der mehrsprachigen Erziehung von Kleinkindern, gebe ich dir viele, viele Tipps und Strategien für den Alltag mit deinem kleinen Kind. Da gebe ich dir Mittel, um mit bestimmten Situationen und Problemen umzugehen, wie zum Beispiel, wenn dein Kind deine Sprache jetzt plötzlich verweigert oder nicht mehr aktiviert. Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite herzenssprachen.de. Der Link steht unten in der Beschreibung. Zögere auch nicht, mir einfach eine Nachricht zu schicken, wenn du Fragen hast. Ich freue mich schon auf dich. Das war's für heute. Ich hoffe, es waren einige Tipps für dich dabei. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ich dich hier bald wiedersehen kann. Bis bald!